Liebe Zuschauer von EWTN, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Serie Zeugen des Glaubens aus der Burg Engelsdorf bei Aldenhofen. Auch diesmal beschäftigen wir uns mit der großen heiligen Ordensfrau Edith Stein. Ihre Geborgenheit in Gott hat ihr Gelassenheit in den irdischen Dingen geschenkt, auch wenn es letztendlich für sie mit dem Tod in Auschwitz geendet hat. Wenn wir uns diesmal den Selig- und Heiligsprechungsprozess näher anschauen, unterstützt mich diesmal auch wieder Herr Ulrich Nersinger, Theologe, Historiker und ausgewiesener Kenner von Selig- und Heiligsprechungsprozessen. Guten Tag, Herr Nersinger. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Guten Tag, Herr Rauhut. Herr Nersinger, wie ist es denn zum Seligsprechungsprozess von Edith Stein gekommen? Wer hat den initiiert und mit welcher Absicht? Wir beobachten schon Anfang der 50er Jahre ein großes, immer stärker werdendes Interesse an Edith Stein. Und es sind also verschiedene Gruppierungen. Es kommt zu einem Zusammenspiel von diesen Interessen. Es gibt halt viele Leute, die sich an den Kölner Oberhirten wenden, die sich aber auch an den Karmel in Köln wenden. Aber auch der Karmel selber hat ein Interesse, doch das Leben und das Sterben der Edith Stein bekannt zu machen und als eine vorbildliche Tat eines Christen darzustellen. Auch der Oberhirte von Köln, Kardinal Frings, ist an einer solchen Sache interessiert und er beauftragt dann Fachleute, eine Expertenkommission zu bilden, einen sogenannten Informativprozess zu eröffnen über das Leben und Sterben dieser großen Frau, also das Material zu sammeln, Zeugen auszuforschen und eine Vorinformation zu geben, ob es sich lohnt, ob es möglich ist, hier einen Prozess, einen Seligsprechungsprozess zu führen. Denn der erste Teil, es ist etwas kompliziert, den Prozess zu erklären, weil wir heute haben wir andere Normen als vor dem Zweiten Vatikanum. Aber es ist so natürlich, der erste Teil eines solchen Prozesses spielt sich immer auf diözesaner Ebene statt. Meistens da, wo die Person gelebt hat oder wo sie gestorben ist. Also ist das Köln. Und man beginnt dann doch sehr konkret dieses schwierige Thema anzugreifen. Man verfasst Memoranden, man sucht die Zeugen, man nimmt die ersten Zeugenvernehmungen auf. Und es zeigt sich, dass hier doch eine Sache sich entwickelt, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Aber man trifft natürlich auch gewisse Schwierigkeiten. Denn es werden immer stärker die Stimmen, die sagen, ja, das ist nicht nur ein vorbildliches Leben, sondern das, was sie erlebt hat, ist ein Martyrium. Ja, da haben wir aber nach den geltenden Vorschriften oder so wie die Kirche ein Martyrium sieht, haben wir große Schwierigkeiten. Denn wir haben vor allen Dingen über den Tod, über den eigentlichen Tod selber haben wir wenig Informationen. Und wir haben auch in den anderen Bereichen, denn wir haben ja, es gibt ja vier Hauptelemente, die man für einen Märtyrerprozess braucht. Können Sie die im Einzelnen ja, das nennen? Ja, das ist natürlich an erster Stelle der Verfolger, der Tyrann heißt es offiziell in den Dokumenten. Dann natürlich der Grund, warum das geschieht. Dann die Pöhner, also die Strafe, die vollzogen wird, die immer der Tod sein muss. Und dann der sogenannte Habitus der Person, die das Martyrium erleidet. Also die Haltung, die diese Person gegenüber dem Martyrium an den Tag legt. Und da haben wir natürlich große Probleme, gerade für die Juristen, die natürlich sagen, ja, was ist der eigentliche Grund jetzt für diese Verfolgung? Ist das nun das Schreiben der Bischöfe? Ist das die jüdische Abstammung? Also da ergeben sich schon für die Juristen, die also da sehr streng denken und agieren, ergeben sich schon Schwierigkeiten. Wer ist der eigentliche Tyrann? Also über die Ursache haben wir schon gesprochen, dann die Strafe ist eigentlich klar, aber da haben wir natürlich das Problem, dass wir über den Tod an sich
ja keine Zeugen haben. Wir haben ja keine, auch, wir haben ja auch fast keine Niederschrift. Ne? Genauso haben wir, und da liegen, und haben wir beim Habitus, also bei dem, wie eben diese Person, wie Edith Stein dem Martyrium entgegentritt, haben wir Probleme, weil wir ja natürlich auch keine Zeugen haben. Und für die Juristen ist das also, die sagen, nein, also es hat keinen Zweck, es hat keinen Sinn, hier einen Prozess über das Martyrium zu führen, sondern wir können hier nur einen Prozess führen über das heroische Leben. Also wir müssen hier eine Darlegung, eine Dokumentation, in der Fachsprache eine Positio super virtutibus, also eine Darlegung der Tugenden, müssen wir vorlegen. Das Martyrium kann bei der geltenden Rechtslage nicht nachgewiesen werden. Und wie hat man dann diese Schwierigkeit überwunden? Da helfen zwei Sachen helfen. In den 80er Jahren findet man in einem Dokumentationszentrum in den Niederlanden, im Reichsinstitut für den Weltkrieg, findet man neue Dokumente, die das viel wieder stärker belegen. Wir finden auch in Prozessen, die gegen führende Nationalsozialisten in den Niederlanden geführt wird, finden wir dann Aussagen, die hilfreich sind. Aber der eigentliche Schlüssel, also der eigentliche Knotenlöser in dieser Problematik, ist der Fall des heiligen Maximilian Kolbe. Was wissen wir über Maximilian Kolbe? Maximilian Kolbe, wir wissen ja, dass Maximilian Kolbe auch im KZ gestorben ist. Und er hat etwas getan, womit die Juristen natürlich auch Schwierigkeiten haben. Er hat sich ja für einen Familienvater angeboten, in die Todeszelle zu gehen. Und ist dabei gestorben. Jetzt war natürlich bei den strengen und doch sehr eng denkenden Juristen, die sagen, ja, was ist das eigentlich? Ist das nicht auch in einer gewissen Form ein sich selber suchen, ein Ergreifen des Martyriums? Ist das nicht ein solcher Fall? Aber Sie selber merken, so einfach ist es nicht. Aber man entdeckt große Schwierigkeiten und man führt dann auch den Prozess des Maximilian Kolbe, führt man in einer Positio super virtutibus, also über das heroische Leben dieses großen polnischen Geistlichen. Und dann kommt etwas sehr Interessantes. Paul VI. Spricht ihn dann in der Petersbasilika selig. Und die offiziellen Formulare, auch in der Seligsprechungsformel, kommt eindeutig das Wort Konfessor, Bekenner vor. Aber schon kurze Zeit danach, in einer Audienz für die polnischen Pilger, spricht Paul VI. Von einem Martyrium der Liebe, il Martirio della Carità. Er verwendet einen Begriff, den man bis dahin so nicht kennt. Und dann werden doch einige Leute hellhörig, darunter auch der spätere Johannes Paul II. Und als dann die Heiligsprechung von Kolbe ansteht, sagt Johannes Paul II., wir erweitern diesen Martyriumsbegriff, also um diesen Begriff, den uns Maximilian Kolbe geschenkt hat. Und die Heiligsprechung von Maximilian Kolbe wird dann unter der Vorgabe geführt, dass man nun einen Märtyrer zur Ehre der Altäre erhebt. Und dieser Entscheid ist sehr, sehr wichtig für die Causa Stein. Denn da ergibt sich natürlich jetzt auch für die Juristen die Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen. Aber sie sind immer noch nicht überzeugt, weil es nun doch etwas anders ist als bei Stein. Bei Kolbe haben wir ja nun Zeugen. Wir wissen mehr oder weniger genau, wie das Sterben abgelaufen ist. Wir wissen, also da ist doch eine große Klarheit da. Die ist natürlich weiterhin bei Edith Stein nicht vorhanden. Und da werden auf einmal die viel gescholtenen römischen Juristen, die Mitarbeiter der Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren, werden sehr pragmatisch. Sie machen etwas, was es bis dahin nicht gab. Sie führen den Prozess praktisch auf einer doppelten Schiene. Sie führen den Prozess in einer Darlegung der Tugenden, also einer Positio super virtutibus, und ergänzen diese Positio mit dem Zusatz et Martyrium.
Also es wird über beides eine Position, eine Darlegung der Fakten gegeben. Und so umgeht man die Schwierigkeit. Und so kann man dann den Prozess von Edith Stein als einen Prozess führen, der letztendlich sie dann als Märtyrerin deklariert. Sie haben eben erwähnt, dass Edith Stein und ihr Prozess auch deswegen erstmal lange gebraucht hat, weil man ja nicht genau wusste, was für einen Status sie hat. Was sind denn das konkret für Zeugnisse gewesen, unter anderem die in den Niederlanden gefunden wurden, die in die eine oder andere Richtung gewiesen haben? Ja, es sind natürlich Dokumente, die also belegen, warum die Nationalsozialisten diese Entscheidung gemacht haben, warum sie die Deportation der getauften Juden angeordnet haben. Also es wird genau erklärt im Briefverkehr, im offiziellen Briefverkehr, aber auch in anderen Niederschriften, was sie damit bezwecken wollten. Und man erkennt also dann in diesen Dokumenten eindeutig den im Kirchenrecht formulierten Tyrannen, den Verfolger. Also man sieht genau, dass die Absicht der Deportation hier auch ein Entscheid ist der Nationalsozialisten gegen das Christentum, gegen den katholischen Glauben. Das wird in diesen aufgefundenen Dokumenten stärker wiederum sichtbar. Aber es gibt natürlich auch Dokumente eben in den Kriegsverbrecherprozessen, wo man dann also doch, die man ja auch nicht alle direkt kennt, die man ja auch sammeln muss. Man muss bedenken, dass auch sehr viele Zeugen, auch Zeugen, die es auf dem Weg nach Auschwitz gab, die es im Konzentrationslager gab, entweder verstorben sind oder über die ganze Welt verstreut ist. Also es werden sogenannte Informativprozesse geführt in der ganzen Welt, in Brasilien, in den USA, ich glaube sogar in Asien hat man Leute vernommen. Das erfordert natürlich doch eine gewisse Zeit und erfordert auch ein großes wissenschaftliches Erarbeiten. Man muss Übersetzungen anfertigen, man muss das alles noch kontrollieren, man muss auch sehen, ob das alles auch korrekt ist. Aber man hat mehr Material, man kann mit mehr Material arbeiten und man kann dann auch die Prozessakten vor allen Dingen in den Kriegsverbrecherprozessen kann man mit heranziehen. Denn die Verantwortlichen, in den Großteil der Verantwortlichen, die überlebt haben, werden in Deutschland Prozesse geführt. Und dieses Prozessmaterial wird dann auch in den Seligsprechungsprozess von Edith Stein mit hineingenommen. Gibt es Zeugnisse, die besonders wichtig gewesen sind? Ja, vor allen Dingen der führende Nazis, also auch der Leute, die praktisch die Deportation mehr oder weniger im zweiten Schritt angeordnet haben, die dann auch vor dem Gericht erklären, dass das eine eindeutige Reaktion auf den Brief der Bischöfe war und eindeutig gegen die Kirche, aber auch gegen die Ethnie, dass diese betreffende Person Jude ist, gerichtet war. Und das hilft natürlich, den Prozess zu fördern und Schritte einzuleiten, die nicht alles, aber die doch vieles wieder klarer machen. Und wie ist dann der weitere Seligsprechungsprozess verlaufen? Ja, also natürlich hat jeder gesehen, dass diese Position, diese Doppelpositio, diese doppelte wissenschaftliche Darlegung also doch nicht nur beeindruckend ist, sondern auch ein Dokument ist, dass das berührt, dass das erschüttert und das anregt, doch diese Person den Rang zuzugestehen, den sie durch diese Tat, also diese Kreuzesnachfolge errungen hat. Und so kann es dann zur Seligsprechung kommen, zur Seligsprechung in Deutschland. Und wie hat dann diese Seligsprechungsfeier ausgesehen? Es war schon eine große Feier in Köln und es war eine Feier, wo doch wieder das, was an ihr begangen worden ist oder was auch an Katholiken und an Juden begangen worden ist, wieder in Erinnerung gerufen wird. Aber es ist natürlich auch eine Feier mit gemischten Gefühlen gewesen. Wie sah die Seligsprechungsfeier von Edith Stein aus? Sie wird ein großes Fest des Glaubens. Es ist eine großartige Feier, die wir in Deutschland erleben durften, im Müngersdorfer Stadion im Jahre 1987 und die auch doch sehr, sehr viele Leute
zusammenholt in diesem Stadium, also auch Leute, die auch die nationalsozialistische Verfolgung miterlebt haben. Es sind also Bischöfe aus aller Welt, also Bischöfe vor allen Dingen aus den Ländern, in denen sich diese Ereignisse abgespielt haben. In Polen, polnische Bischöfe sind vertreten. Der Papst als Pole ist auch da. Ja, ist da. Es ist dann der Erzbischof von Köln, ist zu dem Zeitpunkt ist es Kardinal Höffner, der auch dann den offiziellen Antrag an den Papst stellt, die Seligsprechung vorzunehmen. Also es ist ein wirklich großes Fest des Glaubens und der Darlegung, wie man ein christliches Leben also bis zum letzten Schritt vollziehen kann. Ich erinnere mich vage an die damalige Seligsprechungsfeier, weil ich da als Kind auch mit dabei sein durfte. Dieses Fest war ein großes Glaubensfest, aber es hat natürlich auch auf der anderen Seite gemischte Reaktionen hervorgerufen, insbesondere natürlich bei den jüdischen Gemeinden. Wie haben die diese Seligsprechung aufgenommen? Zu einem Teil hat man es akzeptiert und hat man es auch durchaus gut geheißen. Aber ich denke, der größere Teil hatte große Schwierigkeiten mit dieser Seligsprechung. Darunter auch viele, die also das vehement abgelehnt haben und sich unangenehm berührt fühlten, also von Vereinnahmung sprachen, von einer, auch dann natürlich, vor, dass man also das jüdische Leben oder auch die jüdische Herkunft von Edith Stein also etwas beiseite geschoben hat oder untergeordnet hat. Ich denke, und das ist der Vorwurf, den ich also auch dann diesen jüdischen Gruppierungen machen muss, dass sie sich leider nicht mit der Materie, auch mit der Materie eines katholischen Märtyrerbegriffs und eines Selig- und Heiligsprechungsprozesses beschäftigt haben. Ich denke, hätte man das gemacht, dann wäre das viel einfacher gewesen. Man hätte sehr, sehr viele Stolpersteine, die dann wirklich noch auf den Weg geworfen worden sind, hätte man wegräumen können. Es ist, ich denke, der Großteil der negativen Haltung hätte man so beseitigen können. Man hätte erklären müssen, was ist im christlichen Sinn Martyrium. Wir haben ja auch im jüdischen Glaubensleben haben wir ein Martyrium. Aber wir müssen sehen, dass sich das christliche und das jüdische Martyrium doch in vielen Punkten unterscheidet. Wir haben im Judentum, welche sind da die wichtigsten? Ja, im jüdischen Martyrium haben wir natürlich die makkabäischen Brüder. Da haben wir viele Ähnlichkeiten, aber wir haben auch da Sachen, die natürlich nicht mehr mit dem christlichen oder katholischen Märtyrerbegriff übereinstimmen. Dann wird von vielen Angehörigen des jüdischen Volkes wird natürlich Massada, also der Widerstand gegen die Römer, wird als Märtyrer, werden die Leute, die ihn vollzogen haben, als Märtyrer bezeichnet, was natürlich mit der christlichen Auffassung gar nicht übereinzubringen ist. Und da hätte man einfach die Begriffe erklären müssen. Und ich glaube, einfach die Begriffserklärung hätte schon geholfen, vieles, was dann an Negativem herauskam, zu beseitigen. Also ich kann mich selber entsinnen, ich hatte einen guten Bekannten, einen Freund, der ein jüdischer Professor aus Harvard war. Und der hatte sich für einige bestimmte Fälle auch im Kirchenstaat interessiert, Edgar Mortara und er hatte gewusst, dass ich mich da auch etwas mit beschäftigt habe. Und wir haben dann sehr gute Gespräche gehabt und er hat dann am Schluss gesagt, ah, das habe ich gar nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass so die Sicht ist. Und ich denke, das ist das große Manko, dass wir auch noch da eben 87 haben, dass man nicht über diese Sachen gesprochen hat. Und dass man natürlich, ich denke, da gibt es natürlich auch Defizite auf katholischer Seite, dass man nicht begriffen hat, dass da Empfindlichkeiten sind, auf die man eingehen muss. Aber ich denke eigentlich, und das ist auch wiederum, das zeigt sich auch wieder in der heute doch, zumindest in den offiziellen Dokumenten vorzufindenden Doppelbezeichnung, zeigt sich doch, dass man kann Edith
mit Stein nicht vom jüdischen Glauben trennen. Man kann aber auch, Theresia Benedicta Croce, kann man nicht vom christlichen Begriff, von der christlichen Einstellung trennen. Also beides gehört zusammen. Und das ist eigentlich auch, sehe ich heute eigentlich auch eine große Chance. Die Seligsprechung ist eine Etappe gewesen, eine wichtige Etappe. Aber es ist ja dann noch weitergegangen, denn sie ist ja auch heilig gesprochen worden. Ja, das ist eigentlich eine logische Folge. Es ist auch insoweit eine logische Folge, weil Edith Stein ja nicht nur eine lokale Bedeutung hat. Eine Seligsprechung ist eigentlich, der Grundgedanke einer Seligsprechung ist, dass man einer Person eine lokale Verehrung gibt. Aber Edith Stein ist ja nun wirklich eine Person, die man nicht lokal begrenzen kann. Und die eben in ihrem Streben, in ihrem akademischen Streben, in ihrem Glaubensleben und in ihrem Martyrium ja nun mehr Menschen als nur in der Erzdiözese Köln oder im Karmel anspricht. Und daher ist es eigentlich eine logische Folge gewesen, dass man zur Heiligsprechung geht. Und wir werden ja später sehen, dass die Päpste ja sie auch in einen sehr globalen Kontext stellen. Was bedeutet denn nochmal Edith Stein heute für das Verhältnis von Christentum und Judentum? Ich denke, wenn man eben die eben genannten Schwierigkeiten ausräumt oder zumindest minimiert, kann sie durchaus für den jüdisch-christlichen Dialog eine große Gestalt sein, eine große Hilfe sein. Wenn wir uns selber abrüsten, also sowohl wir als auch unser jüdisches Gegenüber, wenn wir beide erkennen, dass wir hier eine gemeinsame Heilige oder eine gemeinsame große Gestalt haben, die uns auch in unserem Dialog, in unserem gemeinsamen Leben, in unserem Verständnis voneinander sehr, sehr viel sagen kann, uns helfen kann. Also ich denke, Dialog ist heute manchmal heute zu einem Geplauder, zu einem Gewäsch. Aber hier haben wir eine konkrete Person, eine konkrete Gestalt, mit der wir wirklich, ich sage einmal wirklich, also etwas erreichen können, was wir durch einfaches Sprechen niemals schaffen werden. Wir sollten vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, diese christlichen Aspekte oder katholischen Aspekte, die besonders wichtig sind. Fassen wir noch mal diesen Kerngedanken der Kreuzestheologie oder Kreuzeswissenschaft zusammen. Ja, es ist eben, also diese Form der Theologie, dieses Sehen christlicher Identität, ist schon eine großartige Lehre, ein großartiges Geschenk. Aber wenn es gelingt, diese Theologie auch wirklich umzusetzen, also persönlich, also im Fleisch werden zu lassen, also wirklich inkarnatorisch zu behandeln, dann ist das ein ungeheures Geschenk und ist eine ungeheure Dimension, die man kaum sich anders vorstellen kann. Also auch die Kreuzestheologie zu begreifen, ist ja nicht einfach. Selbst für Leute, die sich lange damit beschäftigt haben, die in sie hineingetaucht sind, haben natürlich ihre Schwierigkeit. Aber wenn wir dann einen Menschen haben, der sich nicht nur damit beschäftigt, sie nicht nur interpretiert, sondern sie lebt und bis zur letzten Konsequenz lebt. Also das ist ja fast, also dass man eine Theologie oder eine theologische Richtung oder eine theologische Definition so mit Leben füllt. Und so verlebendigt, und das ist interessant, durch den Tod verlebendigt, ist ja eigentlich einzigartig und kann uns also gerade auch im Verständnis der Kreuzestheologie sehr, sehr hilfreich sein. Sie ist ja eine Philosophin gewesen, die die Wahrheit gesucht hat und sie hat sie in Gott und in Jesus Christus gefunden. Damit ist sie ja auch eigentlich ein Vorbild für das Verhältnis von Glaube und Vernunft. Ja, also ich wage es zu sagen, mit ihren Überlegungen und mit ihren Studien und mit ihren akademischen Anstrengungen gibt sie eigentlich eine Vorlage für die Theologie, die uns ja versucht hat, Papst Benedikt XVI. Nahezubringen. Auch er ist ja von der Wahrheitsfindung angetan, berührt ihn und ihr Glaube und Vernunft sind ja für ihn Sachen, die sich sein ganzes Pontifikat ja auch jetzt noch in seinen Schriften
Schriften und in seinen Briefen wieder zeigen. Also man sieht, dass da also eine Heilige, also auch einem Papst eine Vorgabe, eine Vorlage gegeben hat. Und das zeigt, und das ist ja auch etwas, was für Selige und Heilige wichtig ist. Selige und Heilige haben ja eine doppelte Funktion. Sie sollen Vorbilder sein. Sie sollen uns zu bestimmten Schritten anleiten oder zu bestimmten Schritten ermutigen oder bestärken. Und das tut eben Edith Stein, Theresia Benedicta Croce, hier auch mal ganz konkret bei einem Papst. Und die zweite Funktion ist ja, dass sie eintreten für uns bei Gott. Und da bin ich sicher, dass das also mit Sicherheit geschieht, dass sie also den Weg sowohl der Christen als auch ihres jüdischen Volkes mitverfolgt, begleitet und vor Gott trägt. Lieber Herr Nersinger, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns die Gestalt der Ordensfrau und Heiligen Edith Stein nahegebracht haben. Das war mir ein Anliegen und eine Freude. Liebe Zuschauer von EWTN, das war eine weitere Folge unserer Serie Zeugen des Glaubens. Wir haben eine der Patroninnen Europas besser kennenlernen dürfen. Die Jüdin, die Konvertitin, die Philosophin, die Ordensfrau Edith Stein, die mit ihrem Leben und auch mit ihrem Tod Zeugnis für den Glauben abgelegt hat und uns auch heute mit ihren vielen Facetten zu faszinieren mag. Es lohnt sich, mit ihr näher zu beschäftigen. Beim nächsten Mal werden wir in eine andere Epoche eintauchen und uns mit Papst Leo dem 13. näher beschäftigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten. Auf Wiedersehen.